Fassade ist nicht gleich Fassade. Wir nehmen euch mit auf eine Reise zum Call Tower in Deggendorf. Lernt die Entstehung einer Hochhausfassade anhand des Call Towers in Deggendorf kennen und verstehen. Die Firma Dubler Metallbau fertigt die Fassade für den Call Tower. Unsere schlauen Köpfe des Dubler Teams nehmen euch mit auf eine Reise von den ersten Entwurfsplänen des Architekten zur fertigen Fassade. Projektleiter, der uns den Call Tower begleitet hat. Herr Blümel, könnten Sie uns ein paar technische Daten übermitteln? Ja, Stefan, hallo. Gerne. Also wir haben hier beim Callturm ein regionales Projekt für die Firma Dubler. Das ist, man kann schon Hochhaus nennen, mit ungefähr 36 Meter Höhe, 10 Stockwerke, eine Gesamtfläche der Glasfassaden als Doppelfassade von 3.500 Quadratmeter, was in zwei Ebenen eine Gesamtgröße von ca. einem Fußballfeld entspricht. Und zusätzlich haben wir noch also ca. 1.250 Quadratmeter von einer Aluminiumblechverkleidung vor den massiven Wänden. So, jetzt sind wir im kaufmännischen Bereich bei der Christina. Christina, hallo. Hallo. Wie hast du beim Call Tower mitgewirkt? Ich habe in der Angebotsphase mitgewirkt. Das heißt praktisch, wir haben Angebote von verschiedenen Firmen eingeholt, zum Beispiel für Stahl, Aluminium oder bei Beschichtern oder bei Gläsern. Bei Gläsern. Ist das ein ganz normales Glas oder ist das was Besonderes? Nein, das ist ein spezielles Glas, das kann man vergleichen mit einer Sonnenbrille. Mhm. Und die bietet praktisch einen bestimmten Schutz und genau, also Sonnenschutz. Ah, Sonnenschutz, okay. Genau. Gut. Ja, wir sind jetzt bei der Laura in der Technikerin. Laura, Frau Will, was für Vorbereitungen muss für einen Hochhausbau gemacht werden? Was sind da die wesentlichen Eckpunkte? Man macht am Anfang erstmal Skizzen und anhand von den Skizzen wird dann auch eine Musterfassade erstellt. Und das ist somit der erste Schritt. Und dann kann man quasi die ganzen Einzelteilzeichnungen, Elementzeichnungen, dann den jeweiligen Montageplan und die werden halt von verschiedenen Teams erstellt. Laura, könntest du uns bitte mal so eine Einzelteilzeichnung zeigen? Ja, also das war zum Beispiel eine Einzelteilzeichnung von einer Blechwanne. Mhm. Die wird bei uns da in das Element mit eingefügt. Und bei uns kommen solche Zeichnungen dann in die Werkstatt. Und in der Werkstatt wird dann so ein Blech dann gekantet. Ich glaube, das schauen wir uns ja noch und dann einmal um. Genau. Hier wird das Blech, was unsere Kollegin Laura gezeichnet hat, gekantet nach den Vorgaben der Einzelteilzeichnung. Ja, wir sind jetzt in der Baustelle vom Call Tower Turm hier in Deggendorf. Und jetzt schaue ich einfach mal zur Tanja rüber. Tanja, was hast jetzt du da in der Hand? Ich habe da eine Alublechwanne in der Hand, die ich gekantet habe und die ist dann da an der Baustelle eingebaut worden. Quasi, das ist das Blech, was ja, genau. Du da gekantet hast, eingebaut, lackiert. Ja. Okay, wunderbar. Hallo, wir hätten jetzt das zweite und dritte OG des Call Towers freigegeben. Ich würde gerne die Bestellung jetzt rausschicken. Welchen Liefertermin haben wir nochmal vereinbart? In 4 Wochen. Okay, super. Dann schicke ich die Bestellung gleich raus. Danke. Tschüss. Verbissen auch. Ich bräuchte noch ein paar Fakten von dir. Mhm. Wie viele Gläser sind beim Call Tower verbaut worden? 1.100 Gläser und 100 Tonnen Aluminium sind verbaut worden. 100 Tonnen Aluminium? Ja, das entspricht 77 VW Gold. Okay, und wo ist deiner? Keiner. Keiner.
Pech. Nun sind wir im Versandhof, wo die fertigen Fassadenelemente verpackt und palettiert werden und für den Transport vorbereitet werden. Jetzt gehen die geladenen Fassadenelemente mit unseren eigenen LKWs auf die Reise zur Baustelle. Hier seht ihr unser Montageteam beim Montieren der Prallscheiben. Hier seht ihr zwei Monteure, die gerade Winkel befestigen, an denen später die Fassade geschraubt wird, welche hier in diese Nische reinkommt. Und so schaut die Musterfassade aus, welche für die Nische vorgesehen ist, die ihr gerade gesehen habt. Herr Blümel, ich hätte jetzt noch eine Frage an Sie. Warum ist denn das untere Erdgeschoss noch nicht fertig? Das ist eigentlich ein üblicher Standard bei den Fassadenbauarbeiten, weil die Ausbaugewerke und Arbeiten relativ lange sich noch hinziehen, nachdem die Außenhülle der Fassade geschlossen ist und um Beschädigungen an den sensiblen und hochwertigen Oberflächen der Fassaden zu vermeiden, wird es eigentlich immer erst nachträglich und soweit es möglich ist zum Schluss des Projektes eingebaut und abgeschlossen. Noch eine Frage, warum sind da eine Doppelfassade? Warum gibt es da zwei Glasscheiben, zwei Scheibenformen? Ja, die Doppelfassade bietet natürlich dem Nutzer etwas mehr Komfort durch die äußere Schale als Wetterschale mit einem entsprechenden Pufferbereich dahinter. Werden natürlich Umwelteinflüsse abgehalten. Und zusätzlich kann beispielsweise auch der Sonnenschutz bei schlechter Witterung oder hohen Windgeschwindigkeiten eingesetzt werden. Und ja, außerdem erhöht es noch den optischen Anspruch des Gebäudes. Okay, vielen herzlichen Dank.